Tag zusammen, kommt zurück in Ruhrkirchen, unserer Stadt mit Stromproblemen. Wir haben nämlich die Herausforderung in der letzten Folge gehabt, dass wir hier eine Überlast unserer Stromversorgung erzeugt haben. Die Generatoren oder das Umspannwerk schafft es nicht mehr, unsere Stadt mit Strom zu versorgen. Deswegen in der heutigen Folge, wir sehen das hier, wir haben 151 Megawatt Verbrauch, produzieren selber nur 96 und das führt dazu, dass hier die Trafos das nicht mehr gewuppt kriegen, obwohl ausreichend Strom über die Hoch- und Höchstspannung kommen sollte. Das heißt, was machen wir jetzt in dieser Folge? Wir werden hier in Stärkrade ein neues Gaskraftwerk errichten. Das werden wir hier in die Nähe oder hier an die Ankerstraße und Kirchenstraße setzen. Denn das produziert, wie wir hier sehen, 250 Megawatt Leistung. Ja, das ist schon ganz ordentlich. Damit sollten wir längere Zeit zurechtkommen und wir werden hier, damit wir jetzt auch sofort starten können, einen Stromanschluss machen. Das heißt, wir werden jetzt mal einen Trafo platzieren. Den werden wir dann gleich auch nochmal versetzen, aber damit wir zumindest mal das Spiel laufen lassen können, fangen wir hier an. Also Stromleitung hier rüber. Dann sollte die Stromversorgung geregelt sein. Das ist ja relativ einfach. Wir lassen das Spiel laufen und sehen jetzt 77% Nutzung. Also, wir sind wieder online. Da hinten, die Stromprobleme sind gelöst und auch hier hat es sich geregelt. Also wir sehen nämlich jetzt hier interessanterweise fließt der Strom hier raus, hier rum und hier wieder rein. Okay, das ist interessant. Ist das Umspannwerk mal an, 30% Nutzung. Ja, ich muss sagen, das ist hier wirklich in City Skylines gut gelöst, diese Stromsimulation. Also deutlich komplexer und auch, ja, muss sagen, schon nah am Realismus, wie es dann in der Wirklichkeit ist. Dennoch fangen wir jetzt an mit dem Gaskraftwerk. Ich werde noch ein bisschen was erläutern zu dem Prozess in einem Gaskraftwerk. Also was das für ein thermodynamischer Prozess, der ist ja dann doch anders als hier hinten in unseren Kohlekraftwerken. Wir fliegen nochmal rüber. Wir haben hier unsere Kohlekraftwerke, das sind ja Dampfkraftwerke, das heißt, die erzeugen aus der Wärme oder aus der Verbrennung der Kohle dann Wärme. Die Wärme nutzen wir, um Wasser zu verdampfen unter hohem Druck. Der Eisdampf treibt eine Turbine an, die wird in Rotation versetzt. Die Rotation treibt eine Turbine an, er produziert Strom und dann müssen wir hier über diese Kühltürme, wie wir sie ja, hier nicht so richtig sehen, müssen wir das Wasser dann wieder kühlen, dass es flüssig wird. Und dann haben wir den Kreislauf geschlossen. Das funktioniert bei einem Gaskraftwerk. Ja, anders, ähnlich. Das ist so ein Mix aus beidem. Also es ist, wir brauchen halt kein Wasser, sondern das Gas bei der Verbrennungsprozess ist direkter Antrieb. Also ich möchte jetzt hier vorne, hier kommt, vielleicht machen wir es hier hinten. Gehen wir mal senkrecht raus und dann hier, das soll dann die Zufahrt werden zum Gaskraftwerk. Wir müssen sicherlich einmal die Höhen anpassen, auch wenn wir hier schon eigentlich ein gutes Gelände haben. Also hier werden wir uns ein bisschen Platz verschaffen. Ich denke, so direkt hier oben kommt dann noch der Güterbahnhof, den werden wir nachher auch noch bauen. Also wir schauen mal, wollen wir das Gaskraftwerk. Das passt hier wunderbar hin. Der Stromanschluss ist auf der Rückseite, jetzt oben links. Platzieren wir das 650.000. Kostet uns das Kraftwerk. Das sieht auch ja, relativ realistisch aus. Also das hier sind die beiden Gasturbinen. Wenn wir noch die Kühleinrichtung, dann ist hier wahrscheinlich das Gaslager. Wir gucken mal an, was wir noch machen können. Wir können hier noch eine Lagererweiterung platzieren. Wir haben hier eine moderne Brennkammer.
Das ist auch eine Erweiterung. Wir haben hier das ist interessant, ein Abgasfilter. Das brauchen wir bei einem Gaskraftwerk nicht. Gucken wir uns gleich an. Und dann haben wir noch eine zusätzliche Turbine. Die kommt dann einfach links daneben. Erhöht dann die Leistung nochmal um weitere 100 Megawatt. Okay. Dann brauchen wir jetzt hier unser Umspannwerk. Das platzieren wir hier vorne. Müssen wir ein bisschen Erdarbeiten verrichten. Also, wie funktioniert jetzt ein Gaskraftwerk? Wir nutzen Erdgas. Das ist also der Treibstoff, der Brennstoff. Das Erdgas wird mit Luft vermischt und dann wird dieses Luft-Gas-Gemisch verbrannt. Bei einem Verbrennungsprozess entsteht Hitze. Hier den Anschluss. Also hohe Temperaturen und dadurch erzeugen wir kinetische Energie. Und die kinetische Energie führt dann dazu, dass wir eine Turbine antreiben. Und diese Turbine ist dann wieder an einen Generator angeschlossen und dann erzeugen wir Strom. Also das ist dann ein ganz klassisches Prinzip. Rotation, Drehung eines Magnetfeldes führt dazu, dass wir elektrische Energie bekommen. Das heißt also, aus thermodynamischer Sicht eigentlich ein relativ einfaches Prinzip. So, wir haben jetzt hier 80 Megawatt, ich mal ganz kurz die Werte checken. 132 Megawatt, ich glaube, da können wir jetzt mal ein bisschen runtergehen mit der Leistung. Ja, deutlich runter. Wir werden das Budget runterfahren. Wir brauchen jetzt hier noch nicht die volle Leistung. Wir haben schon wieder so bei 150%. Letztes Mal auf 50 runter, sparen auch nochmal Geld. Und müssen kurz abwarten, bis das reicht nicht. Das war zu optimistisch. Gehen wir auf 75 oder 76. Warten wieder einen kurzen Moment. Also das ist schon sehr grob, ne? 60%. Wir testen mal. Ich will es jetzt nicht ausrechnen. Der Schnee schmilzt auch schon wieder. 172 Megawatt. Perfekt. Ja. Alles klar. Wir werden jetzt hier direkt noch ein bisschen dekorieren. Ich denke, das ist auch sinnvoll, dass das Kraftwerk entsprechend angepasst ist. Wir werden hier vorne mal ein paar Parkplätze platzieren. Gucken, wie wir das. Ich will diesen breiten Parkplatz eigentlich haben, dass der hier auf der Seite des Kraftwerks ist. Und dann noch einen Fußweg, der dann hier vorne rüber geht. Was passiert jetzt in dem Kraftwerksprozess? Also wir haben die Frischluft, die wird angesaugt, da ist noch ein Kompressor davor. Das sind also quasi Turbinenflügel in dem Gaskraftwerk, die dann die Frischluft ansaugen. Also hier ist quasi das Ende des Prozesses. Wir sind auf der Seite hier, saugen also die Frischluft an. Die wird vorkompressiert auf ungefähr 15 bis 20 Bar. Das ist so der Druck. Also vom Atmosphärendruck 1 Bar dann auf ungefähr 15 bis 20 Bar. Und dann wird das Erdgas beigemischt. Wir verbrennen dann dieses Gasgemisch. Ich mache hier mal ein paar Bäume hin, damit wir hier ein bisschen einen kleinen Sichtschutz haben. Hier vorne können wir ein paar Bäume, wo die Kabel nicht sind. Ja, also dieses Luft-Gas-Gemisch nach der Verbrennung hat es eine Temperatur von 1200 Grad Celsius. Das sind schon hohe Temperaturen, die dort herrschen. Dieses Abgas-Luftgemisch, also das verbrannte Erdgas, das wird dann in die Turbine geleitet. Die Turbine wird angetrieben durch das heiße, sehr schnelle Gas und führt dann dazu, dass der Generator angetrieben wird. Dann geht dieses Luft-Gas-Gemisch,
das verbrannte Gas dann raus. Das hat dann immer eine Temperatur von ungefähr 600 Grad Celsius. Also wir müssen es natürlich noch kühlen, bevor wir es dann in die Atmosphäre lassen. Was jetzt hier falsch ist, dass hier so ein, also dieser Dampf, also das ist beim Wasser, beim Dampfkreislauf hier hinten richtig. Hier entsteht also das ist verbranntes Erdgas. Das sieht man nicht, das ist kein Dampf, nichts. Wir brauchen nichts kühlen. Das ist der große Vorteil von den Gaskraftwerken. Dieser Prozess ist, also braucht einfach dieses ganze, diese ganzen Mechanismen nicht, die wir bei einem Kohle- oder auch bei einem Kernkraftwerk brauchen. Glaube, wir können hier bei dem Trafo mal ein bisschen was machen, aber erstmal möchte ich hier nur die Öllinien ein kleines bisschen glätten. Ganz so, wenn nicht ganz so eine harte Kante hier ist. So, auf der Seite haben wir keine Kanten, aber hier noch so ein bisschen. Wie funktioniert der Prozess jetzt thermodynamisch? Also Eisprozess, wie es ja in der Thermodynamik heißt. Wir fangen an mit einer isentropen Kompression der Luft. Also isentrop heißt, es gibt keinen Wärmeaustausch. Das ist ein sehr schneller Prozess, der passiert. Und wir erhöhen den Druck, also isentrop oder adiabatisch, schon mal gehört. Dann haben wir eine isobare Wärmezufuhr in der Brennkammer. Ich will hier nochmal einen Streifen Straße reinsetzen. Ich gehe mal von hier aus noch mal einmal hoch von der Stelle. Hier rüber. Dann, Moment, stopp, wir können vielleicht hier aus. Da haben wir sowieso schon eine Straßenverbindung. Und schließen dann hier an. Können wir ein paar Industrieunternehmen platzieren. Also, zweiter Schritt, isobare Wärmezufuhr. Das ist der Verbrennungsprozess, der passiert bei konstantem Druck, deswegen isobar. Dann dritter Schritt, das ist dann der Durchgang durch die Turbine. Auch das ist dann wieder ein isentroper, also ohne Wärmeverluste, weil er sehr schnell geht. Ein isentroper Prozessschritt oder eine Zustandsänderung. Und danach gibt es, oder der letzte Schritt, der dann also den Kreislauf schließt, das ist dann wieder ein isobarer, weil wir einfach bei Außendruck sind, also dem Luftdruck. Quasi der ist nur gedanklich da, dieser Prozess, weil wir die heiße Abluft haben, die wir dann rausgeben an die Umgebung und dann Frischluft ansaugen, beides bei einem Bar Atmosphärendruck. Deswegen ist er, oder kann man ihn vereinfachend dargestellt als isobaren Prozess beschreiben. So, das schließt unseren Kreisprozess. Und den kann man jetzt natürlich thermodynamisch berechnen. Das ist jetzt nicht so kompliziert, um dann Wirkungsgrade etc. zu bestimmen von solchen Prozessen. Das heißt, wenn ich jetzt die technischen Parameter kenne, ich vereinfachen. In der Thermodynamik haben wir ja dann immer ideale Gase, die wir nutzen. Wir haben keine Zustands- oder keine Aggregatzustandsänderung des Stoffes. Das ist jetzt bei dem Kohlekraftwerk ja streng genommen anders. Man kann jetzt diesen Dampfkreislauf natürlich auch beschreiben, das ist ja auch etwas komplizierter, weil wir dann noch Phasenübergänge haben von flüssig zu gasförmig und so weiter. Das haben wir natürlich jetzt nicht. Wenn wir uns nur mit dem Gas beschäftigen, auch das ideale Gas ist natürlich nicht ganz richtig, gibt aber schon, also lässt sich relativ gut und leicht rechnen. Das geht, also ich sage mal, erstes, zweites Semester kann man solche Sachen eigentlich ganz gut rechnen. Ja, und so einfach, in Anführungszeichen, lässt sich dann dieser Joule-Kreisprozess, so heißt er dann, nach dem Joule benannt, den man auch aus der Physik kennt, mit der Energieeinheit Joule. Also nach ihm ist er benannt.
kann man dann den Wirkungsgrad eines Dampfkraftwerks, eines Gaskraftwerks berechnen. Das ist jetzt auch keine so schwierige Aufgabe, um zu bestimmen, ja, was ist die Leistung, welche Energie könnte dann das Kraftwerk auch bereitstellen und so weiter und so fort. Also das sind eigentlich ganz also typische Aufgaben, die man dann in einem Bachelorstudium theoretisch auch in der Oberstufe berechnen könnte. Das klappt ganz gut. Wenn wir uns jetzt den Unterschied, nachdem wir jetzt hier stärker noch weiter ausgebaut haben, ich will jetzt nicht zu nah hier ran, wir müssen hier nochmal quasi eine Grenze ziehen zwischen Stiepel und dem neuen Industriegebiet. Können erstmal hier das Gebiet noch erweitern, hier bis zum Rand geht. Diese Hilfsknoten können entfernt werden, der auch. Dich ziehe ich noch bis hier runter. So. Okay. Gut. Also der große Unterschied, und das ist jetzt halt ein Realismus, den kann das Spiel nicht simulieren, dass die Aufgaben von einem Dampfkraftwerk und einem Gaskraftwerk andere sind. Das Dampfkraftwerk, wie nochmal hier hinten, wir gucken ganz kurz hier, alles in Ordnung, sieht gut aus. Also das Dampfkraftwerk ist wesentlich träger. Liegt aber daran, dass der Energieträger ja der heiße Dampf ist und das ist ein relativ träges System. Wir brauchen jetzt hier nochmal ein paar Briefkästen. Das heißt also, die Leistungsänderungen sind nicht so schnell möglich mit Dampfkraftwerken. Also Braunkohle ist ein sehr träges System, Kernkraft genauso. Die Steinkohlekraftwerke können mittlerweile auch relativ schnell ihre Leistung verändern. Das ist einfach jetzt in einem modernen Energiesystem nicht so eins, was wir hier haben. Aber grundsätzlich eine wichtige Eigenschaft ist, um sich an die volatilen Energieträger wie Wind und Photovoltaik anzupassen. Ich glaube, wir können hier eine. Ich muss mal gucken, wie weit reicht denn hier die Verschmutzung eigentlich? Bodenverschmutzung. Okay, hier haben wir welche. Hier, also die entsteht hier wahrscheinlich erst. Beim Lärm, wie weit reicht der? Auch nicht so sonderlich weit. Okay, ich glaube, da können wir noch eine Ebene, können wir hier noch einziehen, glaube ich. Wir können auch hier, glaube ich, entlang einfach nochmal Industrieunternehmen platzieren. Das ist, glaube ich, kein so großes Problem. Über eine Schleife drehen wir hier noch. Gehen wir mal von hier aus und dann ziehen wir noch eine Runde. Ja, und dann gehen wir hier. Und das ist zu nah. Stopp. Ja, von hier aus. So. Das gleiche machen wir jetzt hier. Gehen hier senkrecht weg. Machen hier die Kurve. Dann nehmen wir da auch nochmal hier diese große Straße, die hier auch nochmal ein bisschen das Wohngebiet schützt vor den Abgasen und so weiter. Also hier will ich gar nicht viel weiter gehen. Wir gehen mal bis hier vorne. Hier drin platzieren wir dann noch das Unternehmen. Stehen geblieben. Ja, also die Steinkohlekraftwerke können da jetzt relativ schnell reagieren. Das liegt aber daran, dass der Energieträger Steinkohle sehr energiereich ist und deswegen in der Lage ist, dass man da durch die hohe Energiedichte also die Energie, die dann übertragen wird auf das Medium Wasser, das geht dann wirklich gut. Das geht beim Braunkohlekraftwerk nicht so gut, weil die Braunkohle einfach als Energie
Träger als Ressource nicht so energiedicht ist, also Faktor 3 zwischen Stein und Braunkohle. Auch der Grund, warum wir Steinkohle importieren können aus Übersee, also Kolumbien, Australien. Daher beziehen wir in Deutschland unsere Steinkohle. Währenddessen die Braunkohle wegen ihrer geringen Energiedichte einfach nicht ökonomisch sinnvoll zu transportieren ist. Beim Kernkraftwerk, auch da kommen wir dann nochmal zu in einer gesonderten Folge, wenn der Strombedarf entsprechend hoch ist, ist es so, dass wir die, dass es ähnlich ein Trägerstoff ist wie die Braunkohle. Deswegen können Kernkraftwerke auch nicht so schnell reagieren und sind deswegen in einem modernen Energiesystem auch nur bedingt sinnvoll. Also die Diskussion, die geführt wird, ja, sollten wir nicht im Zuge einer Energiewende auch auf Kernkraft setzen, dort vielleicht sogar neu bauen. Jetzt gucken wir uns mal genauer an, wenn wir dann soweit sind mit dem Kernkraftwerk, was wir hier bauen können. Was kostet das denn? Kohlekraftwerk? Wo ist das denn da? Kernkraftwerk? 5 Millionen, können wir uns gar nicht leisten. 750 Megawatt, ja, das kommt sogar hin. Das ist echt realistisch. Also, Chapeau. Das habt ihr hier über Colossal Rollers gut gemacht. So, was haben wir hier? Achso, hier. Ah, Müll. Moment mal. Jetzt müssen wir uns mal um den Müll kümmern. Die Verarbeitungskapazität reicht nicht aus. Mal gucken, Müllverwaltung. So, haben wir denn hier eigentlich von sehr weit weg keine Bezirke angegeben? Also die fahren auch nach Stärkrade. Können gucken, ob wir hier nochmal, wie viele sind denn hier im Einsatz? 32, 55, nee, das geht alles. Schauen wir jetzt mal, ob das was gebracht hat. Ja, alles klar. Dann müsste der Müll jetzt gleich auch abgeholt werden. Ansonsten sinkt ja hier die Effizienz bei 50 Megawatt. Okay. Ja, also das sind die Dampfkraftwerke. Im Gegensatz dazu die Gaskraftwerke. Die werden jetzt auch in unseren künftigen Energiesystemen eine Rolle spielen, weil dort diese Kraftwerke sehr schnell reagieren können. Wir können innerhalb von ganz kurzer Zeit, machen wir hier mal so einen Wall, das finde ich, glaube ich, auch ganz charmant. Gucken wir über den. Ah, wir können ein Chemiewerk bauen. Ah ja, okay. Spezialgebäude, das gucken wir uns mal direkt an. Chemiewerk 1% Industrieeffizienz stadtweit. Okay, ja, das ist ja interessant. Wie groß ist das? Oh, das finde ich charmant. Kann man das hier noch irgendwo platzieren? Ja, das platzieren wir noch. Wir müssen jetzt aber erstmal hier einmal den Güterbahnhof setzen. Ich will nochmal ganz kurz gucken, wo war denn hier jetzt die Kohle? Wo ist sie da? Das ist das Gelände hier. Ich muss den Güterverkehr hier einmal rüberbringen. Das ist jetzt die nächste Aufgabe. Wir brauchen jetzt mal wieder die Höhenlinien, damit wir hier sehen, wie das hier so funktioniert. Und dann kann ich auch den Lärmschutzwall setzen. Wir sind hier auf der Höhe. Die Autobahn geht rauf, aber wenn wir hier in der Höhe bleiben, und dann hier uns durchschlängeln dort, dann gehen wir hier unten drunter oder wir gehen oben drüber. Ne, dafür bleiben unten drunter. Das ist, glaube ich, ganz okay. Dann können wir hier auch hier unter der A3, das wird von der Höhe nicht reichen. Da müssen wir etwas tiefer.
Nein, das war zu hoch. Was, in welche Richtung geht das jetzt hier? Also hier. Die Höhe. Mal kurz gucken. Nehmen wir mal diese Höhe hier vorne, rechte Maustaste. Das ist besser. Da komme ich auch hier unter der A3 durch. Wir unterbrechen einmal, damit wir hier durchkommen. Geht auch gleich mit der in der Erläuterung weiter, aber muss man jetzt noch mal einmal kurz konzentrieren, wenn man das hier so macht. Also Schienen für den Güterverkehr. Nicht zu weit, denn wir müssen ja dann auch wieder an Höhe gewinnen. So, was habe ich hier gemacht? Und dann müssen wir die Autobahn wieder anschließen. Das ist hier zweispurige Einbahnstraße. Einmal von hier aus kommend und hier der Anschluss. Okay, geht das von der Höhe? Nee. Das reicht leider nicht. Sieht auch irgendwie sehr hässlich aus. Das reißen wir mit ab, dass wir nochmal neu machen müssen, noch tiefer. Also das hat nicht gereicht. Das heißt, wir brauchen von hier aus. Wir haben hier die Höhe. Die Höhe nehme ich mir mal. Das ist nochmal 2 Meter tiefer. Sehr gut. Gehen dann hier mit den Schienen lang. Und dann haben wir hier die Einbahnstraße. Mal, das müsste eigentlich hier mit diesem komplexe Kurve-Tool. So. Und das gleiche machen wir hier. So. Und dann müssen wir hier noch diese ganzen Zebrastreifen entfernen. Keine Ahnung, wo die herkommen. Halt, hier ist noch eine Ampel, glaube ich. Jawohl, die kann weg. So. Das sollte aber doch jetzt von der Höhe her passen, oder? Perfekt. Das gleiche müssen wir jetzt hier machen. Diese beiden Elemente entfernen. Ich bleibe hier ruhig auf dieser Höhe, damit ich hier gut durchkomme, wobei das hier natürlich schon sehr tief ist, aber kein Risiko. Wir ziehen unsere Verbindung hier durch. Und wenn die Autobahn wieder steht, können wir uns wieder mit der Energietechnik beschäftigen. Also wir haben hier eine zweispurige Autobahn. Die ist hier noch dreispurig. Ach so, die wird dann zweispurig. Okay. Halt, wir können hier, glaube ich, noch mal ein bisschen näher ran. Damit wir hier nicht so eine riesen lange Brücke haben. So. Ein bisschen Abstand sollten wir noch lassen für den Güterverkehr. Nicht so einfach hier. So. Oh, das ist schon ein ziemliches Brett, was wir hier bauen, aber gut. Also Autobahn. Es müsste eigentlich eine gerade Verbindung geben können hier rüber. Funktioniert. Das gleiche machen wir dann von hier aus.
Jawohl, da haben wir dann die Auffahrt, die ist schon ein bisschen kitzlig. Vielleicht können wir hier lieber sagen, wir machen hier dreispurig, damit hier keiner in die Tiefe stürzt. Hier können wir es auch nochmal die Ausfahrt ein bisschen verlängern. Okay. Das ist prima. Na, hier ist es nicht prima. Das sieht ja komisch aus hier. Also hier müssen wir nochmal ran. Was hat er denn jetzt hier gemacht? So. So. Und abreißen. Neu machen. Das gleiche Problem. Der setzt da immer diese Pfeiler. Jetzt müssen wir hier diese Fachwerkbrücke setzen. Geht das dann besser? Nein, die will er gar nicht. So macht er es. Ist das ein bisschen tricky jetzt gerade hier? Das. Jetzt geht's aber. Okay, aber hier noch nicht. Also. So, jetzt aber. Gut. Wir machen hier das Höhenprofil. Wir kommen von hier aus und wollen hier hin. Dass es hier einigermaßen glatt runtergeht, damit die Güterzüge hier sanft runterfahren können. Prima. Was ist jetzt also das Besondere bei dem Gaskraftwerk? Da waren wir ja gerade stehen geblieben. Das Gaskraftwerk kann halt sehr schnell reagieren. Also innerhalb von wenigen Sekunden ist das Gaskraftwerk auf voller Leistung. Das macht es halt attraktiv vor dem Hintergrund einer von volatilen Energiesystemen wie Wind und Photovoltaik. Denn wenn da jetzt in einer Region sich die Wetterverhältnisse ändern, das kann ja wirklich innerhalb von kurzer Zeit passieren, dann braucht das Kohlekraftwerk viel zu lange, mehrere Minuten oder viele Minuten, bis es reagiert. Das Gaskraftwerk ist aber von Sekunden auf Leistung. So, wir können hier wieder laufen lassen. Und ist deswegen der ideale Partner für Photovoltaik und Wind. Der Nachteil ist halt, das Kraftwerk läuft halt nicht so viele Stunden, weil wir es aber so viele Stunden gar nicht brauchen. Also je mehr Stunden im Jahr ein Kraftwerk läuft, desto günstiger ist dieses Kraftwerk. Ich muss mal gucken, wo ich jetzt hier den Güterbahnhof platziere. Der passt hier so nicht mehr hin. Dann setzen wir ihn vielleicht so rum hier hin. Müssen wir noch diese Zettel da kaufen. Die brauchen wir ja sowieso. Kaufen direkt beide. Dann haben wir Ruhe. Und müssen hier das Gelände natürlich nochmal komplett anpassen. Aber ich glaube, das ist nicht so schlimm, weil wir hier hinten sowieso runterkommen. Da können wir auch die Erdmassen bewegen. Wenn wir hier Richtung Kraftwerk kommen, dann geht es halt hier leider den Berg rauf. Das ist aber vertretbar. So, wo ist denn jetzt hier der Güterbahnhof 4? Hier müssen wir einmal unterbrechen, um die Stromleitung gleich neu zu ziehen. Müssen wir nämlich einmal umlegen. So, du kannst auch weg. Dann haben wir jetzt hier das Kraftwerk zwischen den Güterbahnhof. Den versuchen wir mal so weit es geht hier oben hinzusetzen. Ich
So, jawohl. So, jetzt müssen wir natürlich trotzdem irgendwie gucken. Naja, das ist noch nicht gut. Das müssen wir leider noch mal drehen. Warum soll das so gerade sein? Das kann ja auch so schräg hier gehen, damit das hier gut angefahren werden kann von den Güterzügen. Na. Nochmal drehen, ein bisschen so. Das ist besser. Stromleitungen setzen, die. Ja, nee, wir lassen mal kurz pausiert, damit ich jetzt hier erstmal die Schienen setzen kann. Jetzt muss ich permanent wieder was abreißen und was dran setzen. Das ist alles Käse. Also wir fahren jetzt hier so. So können wir hier dran vorbei. Was, wie weit lässt er mich? So geht es. Dann nehmen wir das Kurventool und werden hier diese Verbindung nochmal setzen. Wo ist die Hilfslinie? Da. Na, aus der anderen Richtung vielleicht. Da war sie. Wunderbar. Wir gehen von hier aus ruhig mit dem Doppelgleis hier raus. Ich möchte hier nämlich ein bisschen parallel fahren. Soweit es geht. Jetzt hier bei den. Moment, müssen wir hier einmal die Hilfslinie alle aus, wenn ich hier die 180 treffe. Na, das einfach mal machen, das passt nicht. Ich möchte hier eine vernünftige Kurve hinkriegen, die dann auch hier parallel läuft. Und dann erst hier vorne den Anschluss macht. Okay. Ja. Sollte einigermaßen passen. Jetzt können wir hier wieder, also erstmal hier die Straße entlang des Güterbahnhofs ziehen, damit der eine Verbindung hat. Und dann müssen wir jetzt hier irgendwie hoch. Das sind aber wahrscheinlich relativ. Das ist eine relativ harte Strecke, wenn wir hier hoch wollen. Auf 5,5%, das geht aber, finde ich. Also realistisch ist es nicht. Machen wir uns da nichts vor. Wäre für LKWs, das ist natürlich viel zu steil. Aber die Freiheit nehmen wir uns jetzt hier spielmechanisch. Wir können theoretisch das hier auch versetzen nochmal. Das können wir jetzt hier hinsetzen. Und dann kommen wir hier runter von der Verbindung hier. Also von hier unten hier hoch. Das ist besser. Rechter Winkel. Dann von hier aus geradeaus und dann hier an. Okay, so jetzt die Stromverbindung noch mal alle setzen. Gehen hier quer, machen hier den Anschluss, wechseln hier die Seite, gehen hier rüber. Parallel zur Autobahn, machen den Anschluss und dann
haben wir es auch geschafft. Prima. Dann setzen wir noch eine neue Verbindung für die Güterzüge und können dann wieder weitermachen mit der... Achso. Halt, stopp. Was haben wir hier? Wetterschaden durch schlechtes Wetter. Was ist denn hier das Problem? Wetterschaden. Was denn für Wetter? Minus 2 Grad oder 2 Grad plus Frost? Was ist das denn für Wetterschaden? Komisch. Hier haben wir noch das Problem, dass wir von hier aus dieser Richtung ja nicht so richtig an den Güterbahnhof rankommen. Wir müssen eigentlich hier noch ein Rangiergleis ergänzen, dass die Züge hier hochfahren können und dann hier runterfahren können. Das ist natürlich alles andere als ideal. Da haben wir noch eine andere Möglichkeit. Nee. Das ist eine etwas wilde Konstruktion, das gebe ich zu. Aber das sieht komisch aus. Also die Züge kommen ja von hier aus und sollen dann hier rein. Irgendwas so ein Rangiergleis. Geradeaus, hier geradeaus, das geht. Quasi bis hier vorne. Dann hier. Ah, das. Boah. Nee. Das ist gar nichts. So, also wir haben dieses Gleis hier. Das hier, das wird unser Rangiergleis. Wir brauchen hier nur eine Verbindung hier rechts rum. Jetzt gucken wir mal, ob ich hier noch mal eine Güterverbindung setzen kann. Also von hier aus. Hier hin und wieder zurück. Wo fährst du denn dann lang? Na, das macht dann leider nicht. Oder kann ich hier noch so einen Wegpunkt setzen? Ne, das macht dann nicht. Moment, da muss ich nochmal testen, ob wir das jetzt hier hinkriegen. Also ich möchte von hier aus mit diesen Wegpunkten arbeiten. Also von hier aus fährst du bitte hier hin bis hier vorne. Also machen wir es Schritt für Schritt bis hier. Achso, du kannst hier nicht wenden. Okay, das geht nicht. Der braucht wirklich einen Wendekreis. Gut. Da muss ich noch mal in Ruhe drüber nachdenken. Das machen wir jetzt hier nicht in der Live-Verbindung. Dann mache ich hier nur eine Verbindung. Einfach ganz regulär hier in den Bahnhof, damit der einfach angeschlossen ist. Den machen wir hier rüber. Nach Fulda und zurück. Moment. Also nochmal. Hier hin. Fulda. Danach. Wacht. Da brauchen wir auch nur einen Zug. Farbe machen wir mal. Schwarz. So. So ein dunkel. Blau, schwarz, ja, okay. Fracht, Fracht. Ja,
Wir brauchen hier quasi hier vorne müssen wir irgendwie eine Schleife bauen, dass der dann von hier aus kommend geradeaus fahren kann. Der müsste dann hier drunter und dann hier, sage ich, hier runter drehen und dann hier wieder rein. Das wie wir nochmal bei Gelegenheit testen. Was haben wir hier? Hier nicht genug Busse. Keine Fahrzeuge. Busdepot, ist das schon maximal ausgebaut? Ne. Jetzt noch ein zweites Busdepot dahin, dann sollte das ja hoffentlich funktionieren. Es gibt eine große Freude, dann können wir mich hier nochmal ein paar Bushaltestellen setzen. So, das ist gemacht. Hier fährt der Zug. Da kommt der nächste Güterzug auch schon an und fährt wieder ab. Perfekt, wir machen 77.000. Aber die Bevölkerung sinkt. Naja, gut, das ist nicht so schlimm. So, also zurück zu unseren Kraftwerken. Gaskraftwerk, wie gesagt, kann sehr schnell reagieren, weil es durch diesen Verbrennungsprozess einfach wahnsinnig flexibel ist. Es kann innerhalb von wenigen Minuten ist das Kraftwerk, Gaskraftwerk bei voller Leistung und kann dementsprechend dann reagieren auf Änderungen der Wetterbedingungen und damit natürlich dann der Energieerzeugung, der Verbrauch. Das ist eigentlich gar nicht so wild. Das weiß man ziemlich gut und ziemlich genau, wie groß der Strombedarf sich über den Tag verteilt entwickelt. Die, jetzt haben wir hier so eine Buslinie. Also diese Lastprofile, die kennt man, wie gesagt, sehr, sehr gut. Über die Jahre, Jahrzehnte, ich sag mal fast schon Jahrhundert, weil dass wir jetzt ja elektrische Energie benutzen, die Profile haben sich natürlich verändert durch die Art der industriellen Nutzung, aber an sich hat sich da gucken, wo wir hier wenden können. Wir wenden, ja genau. Aber an sich ist das, diese Lastprofile, sie haben sich so vom Grundprinzip, die sich nur sehr, sehr langsam. Und das ist sehr, sehr gut auch vorhersagbar. Das ist jetzt stärkerer der Stiepel. Da brauchen wir nicht so viele Fahrzeuge, da reicht 4 und Ticketpreis auf 4 Euro. Farbe lila. Okay. Zwei Dienststelle brauchen wir hier noch. Eine kleine Polizeiwache vorne an die Kirchstraße setzen. Die soll sich dann hier um Stärkrade kümmern. Können auch hier die Zone wirklich dann bis zum Ende ziehen, finde ich. Ja, das macht jetzt dann die Gaskraftwerke halt so attraktiv und so wichtig für die Energiewende und führt einfach dazu, dass wir die künftig brauchen. Die Idee ist natürlich dann, dass wir irgendwann grünes Gas, also Wasserstoff nutzen. Da bin ich mal gespannt. Das wird nicht so trivial werden, das umzusetzen. Ich möchte hier mal jetzt größeren Wald pflanzen. Auch noch ein paar Parks, dass hier die Beschäftigten auch mal ein bisschen sich ablenken können. Wir gucken mal, was wir hier noch so reingezaubert bekommen. Spielplatz brauchen sie nicht, aber so kleine
Parks, die platzieren wir mal überall, wo noch ein bisschen Platz ist. Ja, also die werden dann eine große Rolle spielen. Die müssen wir noch weiter zubauen. Das passiert im Moment halt auch noch nicht schnell genug. Denn die Kapazitäten müssen wir einfach deutlich ausbauen. In Deutschland, in Europa. Parallel halt zu der Nutzung dann mit Wasserstoff. Das macht bei den Kraftwerken theoretisch Sinn, aber auch da Wasserstoff ist halt nicht so ein guter Energieträger wie Methan, also Erdgas. Also das könnte man hier, glaube ich, auch nochmal platzieren. Das ist hier in einem Industriegebiet, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Hier auch an die Kirchenstraße. Kann ich das hier rein? Aber hier. So. Da machen wir ein zweites Post-up. Hier ist ordentlich Verkehr. Da kommt ein Bus. So, die Leute, wo wollen die jetzt alle hin? Kann noch einen Bus nehmen, oder? Mir staut es sich. So weit staut es sich gar nicht zurück. Nee, alles gut. Leute laufen dann hier rüber. Ja, das ist okay. Wir können hier noch ein paar Fußwege setzen für den quasi als Art, naja, Wanderweg, wie man es dann auch bezeichnen möchte. Dann von hier aus loslaufen und dann machen wir quasi eine Art kleinen Wanderpfad, der dann auch noch hier für nämlich überhaupt gar keinen Gewerbebedarf im Moment. Hier ist noch eine Verbindung hierüber. Okay. Auch hier können die Leute noch mal rüberlaufen. Also doch, das macht jetzt die Gaskraftwerke so wichtig für die Energiewende, nicht für Ruhrkirchen. Da sind wir A noch nicht. Und B wird das auch, bin ich mal gespannt, wie sich das Spiel das dann, wie das dann umsetzt, wenn wir dann auf die Erneuerbaren umsteigen. Da bin ich dann wirklich mal gespannt. Wir können hier, ne, die Verbindung hier machen wir nicht. Sonst laufen uns die Schulkinder alle hier rüber. Und dann können wir jetzt hier den Wald pflanzen. Wollen wir denn dort Pinselstärke, Pinselgröße und dann haben wir hier Wald. Das funktioniert heute schon. Der Nachteil ist halt, dass die Gaskraftwerke die Kraftwerke sind, die am teuersten sind. Weil das Gas A teuer ist, ist natürlich jetzt durch den Ukraine-Krieg sowieso nochmal eine Sondersituation. Das hat sich jetzt wieder etwas beruhigt. Wir sind dann jetzt wieder auf einem Niveau, dass das Gas jetzt einigermaßen passable Preise hat. Denn Erdgas nutzen wir jetzt ja nicht nur zur Stromerzeugung, sondern vor allem auch zum Heizen, also sowohl Raumwärme, das sind die Gastherme, die man zu Hause hat, als auch die Prozesswärme, also hohe Temperaturen in Industrieprozessen, Chemie, Stahl etc. Da brauchen wir immer hohe Temperaturen und die erzeugen wir mit, also unter anderem, nicht nur, aber unter anderem mit Gasen. Ja, das ist halt teuer und weil die Kraftwerke halt auch nicht so viele Stunden im Jahr laufen, sind die Stromgestehungskosten, also was kostet eine Einheit Strom beim Gaskraftwerk, verhältnismäßig teuer und da in dem Was ist denn hier los? Was ist denn hier los, bevor wir über Stromgestehungskosten sprechen? Müssen die Leute alle in eine Straßenbahn oder was?
Oder klärt sich das hier gleich alles auf? Wo sind wir denn hier? 107. Okay, alles klar. Hier kriegt mehr Fahrzeuge. Verdoppeln das mal. Okay, ach so, die Leute müssen dann von hier aus und laufen dann. Ja, ideal ist es nicht, weil das ist ja hier unsere Hauptzugangsstraße. Aber hier ist ja echt wahnsinnig viel. Okay, haben wir genug Busse? Ich sehe kein Problem. Der Müll ist wieder ein Problem. Vielleicht müssen wir doch mal hier so eine kleine Mülldeponie auf dieser Seite nochmal platzieren. Das machen wir dann aber auch mit so einem kleinen Offset. Hier setzen wir noch einen kleinen Kreisel hin und dann machen wir hier eine kleine Mülldeponie. So. Alte Mühlenruine. Das tut mir natürlich sehr leid für diese Mühlenruine, dass die jetzt hier durch den Müll verdeckt wird. Wir machen hier wieder das Spiel, was wir schon kennen, dass wir hier die Höhe mit der Höhenlinie ein bisschen arbeiten. Also, was haben wir hier? Irgendwas, was höher ist? Ja, hier vorne, ne? Hier. Ne, muss noch höher sein. So, muss man das Richtige nehmen. Sogar zu tief. Okay. Okay, und dann verstecken wir das auch wieder so ein bisschen. Also der Strompreis ist halt sehr hoch, dadurch, dass die Gaskraftwerke entsprechend hohe Ressourcen oder Energieträgerkosten haben. Das führt einfach dazu, dass der gesamte Strommix einfach teuer ist. Denn also funktioniert der Strommarkt, dieses sogenannte Merit-Order-Prinzip, dass die. Du bist nur bitte hier in Stärkrade unterwegs. Eine Klinik brauchen wir hier auch, natürlich. Da reicht aber, denke ich, eine kleine Klinik. Hier an der Einfahrt. Wieso kannst du die hier nicht? Achso, weil hier so ein Park ist. Dann gehst du weg. Und du bist auch nur für Stärkrade verantwortlich. Hat das hier geklappt? So, haben wir hier noch weitere Probleme gerade eben? Nee, eigentlich nicht. Wir sind immer noch im Januar. Jetzt noch mal hier. Also die Nutzung sieht gut aus. Bei dem Zug, das ist okay. Straßenbahn finde ich auch in Ordnung. Bei der Fracht. Die wird gerade gar nicht benutzt. Warum nicht? Na, ist nicht so schlimm. So, und hier haben wir jetzt halt einen großen Verkehrsstau. Ja, das ist natürlich hier die Hauptschneise rein. Ne? Das ist halt. Die Leute kommen lieber hier lang als hier hinten rum. Schade. Ja, wir beobachten das mal, was hier auf der Lutherstraße passiert. Das ist natürlich. Boah, das Problem sind die Fußgänger. Wo wollt ihr denn eigentlich alle hin? Dann kommen die Busse nicht durch, in so einen Teufelskreis.
Eine Ampel haben wir aber da doch, oder? Checken wir noch mal eben. Ja. So, wir haben auch hier. Ja, vielleicht müssen wir hier mal diese Bushaltestellen noch mal ein bisschen versetzen. Das ist sicherlich auch ein Problem. Kann ich dich nicht nehmen hier? Versetzen. Wie geht das denn jetzt hier? So, wir gehen ein bisschen weiter hier rein. Und dich nehme ich und versetze dich darüber. Okay. Alle Leute bitte einmal weiterlaufen. Wir checken nochmal unseren Bus. Sortieren wir mal nach den Namen da, Stiepel. Da ist keiner. Hier sind... Ja, okay. Ja, das sind alles die Leute hier. Die steigen dann in die Straßenbahn ein. Vielleicht brauchen wir doch mal perspektivisch eine U-Bahn. Ja, aber der Stau ist nicht so, hier alles jetzt wieder aufgelöst. Ja, das gibt sich alles. Wir geben dem ein bisschen. Okay, ich denke, wir werden jetzt aber hier Ruhrkirchen wieder verlassen. Wir machen ordentlich Geld. Wir sind jetzt bei 95.000 die Stunde. Das ist echt Wahnsinn. Gucken jetzt mal nochmal kurz zum Abschluss auf die Arbeitslosen. 15%. Also wir haben angefangen, das war gestern haben wir bei 36%, also haben das schon runtergebracht. Aber wir brauchen noch mehr Industrie. Nur gucken, wo wir die platzieren. Das können wir vielleicht hier jetzt auf der Seite machen, um die, damit es wieder nah an der Bevölkerung ist. Tut hier gerade was? Oder bewegt sich gar nichts? Doch, war das gut. Aber die Geschwindigkeit, obwohl die ja durch das Update Colossal Order da nochmal einiges an der Simulationsgeschwindigkeit getan hat. Also 100.000 Einwohner ist schon langsam eine Herausforderung. Aber gut, das soll uns ja nicht stressen. Ja, da müssen wir noch ein bisschen Industrie schaffen. Da haben wir jetzt aber nämlich hier den Platz und dann kommt hier nochmal dann die Kohlemine hier vorne, auch wenn es dann Tagebau ist für unsere Kohlekraftwerke. Prüfen wir hier nochmal. Hier sind wir jetzt auf einem guten Weg. Haben jetzt gerade den Ausgleich geschafft. Setzen den Strom nochmal auf 66%. Damit wir hier ausreichend Strom produzieren. Prima. Gut, ich denke, damit werde ich diese Folge auch beenden mit dem Blick auf unser kleines, so klein ist es gar nicht, auf unser Gaskraftwerk. Wir werden dann in der nächsten Folge die Industrie nochmal auf der anderen Ruhrseite erweitern, um noch mehr Arbeitsplätze zu schaffen, damit wir hier mal ein bisschen weiterkommen, was die Arbeitslosigkeit angeht. Ich möchte die wirklich also deutlich einstellig haben. Konnten aber das Stromproblem lösen, haben uns mit den Gaskraftwerken beschäftigt. Von daher denke ich, haben wir es soweit geschafft. Ich bedanke mich fürs Zuschauen dieser Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.